Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Commander Set Spotlight Battle for Baldur's Gate. Bei mir ist der Herr der Karten. Servus. Ich bin Sir Christopher und wir machen heute Rot, Grün, Multicolor und alle Artefakte. Korrekt. Wir beginnen direkt mit Belot Baritil, der Unterhaltungskünstler. Partytime! Elf Schamane, der ist aber nicht im Partytime. Ich weiß eh, aber er ist Unterhaltungskünstler, oder? Ein rotes, vier farblose, 2/5 Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren und deren Stärke niedriger ist als die Stärke von Belot Baritil, sind angestachelt. Mhm. Das ist wieder Deck für dich, nicht? Jawohl. Immer wenn eine angestachelte, angreifende oder blockende Kreatur stirbt, erzeugst du einen Schatzspielstein. Mhm. Und deinen Hintergrund kannst du auch noch aussuchen. Ja, und dann machst du, lass den größer werden. Und dann hauen sie sich einfach alle gegenseitig. Genau. Das ist ja der Alternativ-Commander vom Itzedeck mit dem Artefakt, mit dem Hintergrund, wo du Artefakte opfern kannst, damit du ihn halt größer machst, Karten ziehst, dann ist auf einmal eine 4-7 und dann greift schon sehr viel an, ist angestachelt und du lehnst sie zurück und sagst Partytime. Ja, bin nicht so begeistert davon. Dann gibt es den lästigen Quasit, das ist ein Dämon. Was ein Quasit, das würde ich gerne wissen. Wenn ihr wisst, was ein Quasit ist, schreibt das in die Kommentare. Das siehst du doch. Ja, aber das muss irgendwo her. Die Katz schaut live und aus im Hintergrund. Die Katz wird da gerade vergiftet, sag ich dir. Die schaut zu? Ja, schaut, was der macht. Er lässt sich ein Bart ein. Ein rotes, zwei farblose, 3/2, der ist bedrohlich. Ein Milchbart, gut für die Haut. Angestachelte Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, können nicht blocken. Immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, stachle eine Kreatur deiner Wahl an, die ein Gegner kontrolliert. Das ist auch eine coole Karte, finde ich. Die Katze ist das Beste an der Karte, möchte ich an der Stelle sagen. Die Katze ist lustig, ja, aber die Karte ist schon geil. Angestachelte Kreaturen können nicht blocken. Ja, eh. Sehr lustig. Wenn du irgendwas hast, wie alle angestachelt werden, müssen alle sich fetzen, keiner kann blocken. Ja, eh. Ich weiß, dass dir das Spaß macht. Ja, mir macht das mega Spaß. Dann gibt es den Todeskuss. Gut, von dem will ich nicht geküsst werden. Gestöppert. Was ist das für eine Tentakel-Sache da? Ja, da kennt das nur von Hentai-Sachen, wollte ich gerade sagen. Ein rotes, fünf farbloses ist der Betrachter. Na was, jetzt küsst er dich oder betrachtet? Der Beides. Stalker ist das auch. Der schaut dich mit dem großen Clubschauge an und dann jetzt. 5/5. Immer wenn eine Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, einen deiner Gegner angreift, verdopple ihre Stärke bis zum Ende des Zuges. Und du kannst Monstrum X machen für Rot Doppel X, dann legst du Marken drauf. Wenn der Todeskuss monströs wird, stachle bis zu X Kreaturenkarten deiner Wahl an, die deine Gegner kontrollieren. Auch so lustig. Deshalb Todeskuss. Der ist halt geil, oder? Also in ich dem weiß nicht, was du in dem allen Stacheldeck geil in, ja, ich findest. Ja, der ist, ein Wunder, dass du nicht das Wort sexy benutzt hast wieder. Nein, der ist sexy ist er nicht. Aber geil ist er. Danke. Ja, das ist eine Patrick-Karte. Ja. Dann gibt es den spätzündenden Feuerball. 2 Rot, ein farblos Spontanzauber. Der spätzündende Feuerball fügt jedem Gegner und jeder Kreatur, die er kontrolliert, 2 Schadenspunkte zu. Falls dieser Zauberspruch aus dem Exil gewirkt wurde, fügt er jedem Gegner und jeder Kreatur, die er kontrolliert, stattdessen 5 Schadenspunkte zu. Und du kannst vorherbestimmen. Jawohl. Das finde ich eine coole Ability, dass du eben dieses Vorteil da oben hast auf der Karte. Genau, also für 3 Mana 2 Damage auf alles zu machen, ist fair, sage ich jetzt mal. Das hat schon öfter gegeben, ja, in Rot. Sicher. Ich meine dann für im Endeffekt 8 Mana, weil 2 und 6 ja, ist halt schon viel, sehr viel. Aber du hast es halt dort, wo niemand es dir wegnehmen kann. Genau, kann da keiner wegnehmen, es weiß ich, was passiert. Und ist ein Instant. Also ein Instant, dann machst du auf einmal einen Wrath wahrscheinlich oder ja. Close to Dead. Finde ich eine coole Karte. Streit um die Beute gibt es dann. Mhm. Ein rotes, 3 farblose Verzauberung. Wenn der Streit um die Beute ins Spiel kommt, übernimmst du die Initiative und erzeugst einen Schatzspielstein. Immer wenn du den Spieler, der die Initiative hat, angreift, erzeuge einen Schatzspielstein. Und immer wenn du ein Gewölbe absolvierst, erzeuge einen 5/5 roten Drachenkreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Jawohl. Finde ich doch eigentlich ganz okay. Ja. Du musst halt durch Gewölbe durchlaufen. Relativ gar. Ja. Ja, ich meine, das Einzige, was halt, weißt du, du kriegst die Initiative, machst damit zum Target, aber wenn du das Initiative zurückeroberst, dann hast du wenigstens was davon. Das ja, aber okay so, ist. Was die Initiative erobern ist halt so, ja, eh. Du bist halt nicht wirklich das Target, unter Anführungszeichen. Ja, du hast ja. Und das ist, Initiative ist jetzt nicht so wie Monarch, aber es ist close enough. Und ich glaube schon, dass die Leute. Am Ende gehst du dann immer eins weiter, oder? Ich glaube schon, ja. Naja. Die ist halt nicht wieder Monarch, muss man echt sagen. Ja, ja. Aber es kann halt schon ganz okay sein. Nalfischnee.
Nullfisch, nee, nein, die ist wirklich nicht schön. Ein rotes 5 farblose Bestie Dämon 4-6. Fliegend, immer wenn du einen Zauberspruch aus dem Exil wirkst, kopiere ihn. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Falls es ein bleibende Karte Zauberspruch ist, erhält die Kopie Eile und zu Beginn des Endsegments opferst du diese bleibende Karte. Ja. Okay, ja, verstehe ich schon. Ja, sie ist nicht schön, aber sie ist richtig, ich finde es richtig gut. Ist eine ganz gute Karte, ja. Weil in diesem, in dem rot-grünen Deck, was halt auf alles aus dem Exil casten will, und da gibt's, wenn man das, ich am Unboxing nicht drauf kommen, was für viele grüne Abilities alle aus dem Exil gehen. Mhm. Vorteil, Abenteuer, das kommen alle aus dem Exil. Wenn du alles auf einmal doppelt hast und dreifach hast, ist das schon geil. Kann schon gut sein. Ja. Der zieht. Passionierter Archäologe ist ein Hintergrund für ein rotes, ein farbloses. Kommandeurkreaturen, die du besitzt, haben immer, wenn ein Zauberspruch aus dem Exil wirkst, fügt diese Kreatur einem Gegner deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe des Mana-Betrags des Zauberspruchs zu. Auch gut. Kannst halt einfach mit Commander Damage gewinnen? Na sicher. Ist ja Commander Damage. Der fügt dir dann Schadenspunkte zu. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, das haben wir diesen Kurzschluss hatten wir schon mal. Ich glaube, Commander Damage muss Combat Damage sein, damit es zählt. Ich glaube nicht, dass du die Leute mit Commander Damage abschießen kannst. Ich glaube, das damit eben nicht so ein mein Commander pinkt dich jetzt, ich pink dich jetzt 21 Mal, du bist tot, damit es eben nicht geht. Wäre aber korrekt. Ich glaube aber, dass das eben nicht geht. Dann ist es nicht korrekt. Aber ja. Ansonsten ist okay. Ja. Wenn es dich mit Commander Damage tot schießt, ist gut. Spektakulärer Endkampf. Witziges Artwork. Mhm. Ein rotes, ein farbloses Hexerei. Lege eine Doppelschlagmarke auf eine Kreatur deiner Wahl und stachle dann jede Kreatur an, auf die auf diese Weise eine Doppelschlagmarke gelegt wurde. Das ist deswegen so komisch, schön, weil du Überlast hast. Weil du hast Überlast, ja. Ja, also mit Überlast finde ich die Karte sick. Ja, aber es kostet halt 7 auf Überlast. Haben wir vergessen zu sagen, 3 rote davon. Ja, das stimmt. Aber trotzdem. Wenn du diese 7 Mana zahlst und es gibt einen Board-Stall oder jeder hat ein Board, kann es sein, dass sich alle totschlagen bis auf einen und den einen killst dann du. Ja, das kann schon sein. Ist doch geil. Ja, ich weiß, dir gefällt das. Ja, ich finde das richtig cool. Wir sind mit Rot durch. Das ist richtig cool. Es kommt Grün, da gibt es nicht so viel. Das eine ist Durnan vom gähnenden Portal. Der schaut ein bisschen fadisiert aus. Ein grünes... Ein In ist das. Eine, was? In auf Deutsch. Weiß ich nicht. Eine Spelunke. Ein Beisel, danke. Ein grünes, drei farblose. Ein Gasthaus, das ist es eigentlich so. Ja, ist ein Beisel. Menschkrieger 3-3 ist der. Der hat auch einen Hintergrund. Immer wenn Durnan angreift, schau dir die obersten 4 Karten in der Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte ins Exil schicken. Lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Solange die Karte im Exil bleibt, kannst du sie wirken. Der Zauberspruch hat Unverzagtheit. Mhm. Er kostet beim Wirken für jeden Gegner 1 weniger. Jawohl. Das ist der Alternative Commander vom... Solange die Karte im Exil bleibt, kannst du sie casten. Ja, das ist okay. Ja. Finde ich auch. Ist okay. Vor allem, es wird halt noch günstiger. Macht Card Advantage. Ja. Passt schon. Schon okay. 4 Mana 3-3 ist okay. Ist gar nicht so fad, wie er reinschaut. Nicht? Ja. Dann gibt es grüner Schlick. Genau das ist das Geräusch, das der macht. Mhm. Genau das war das Geräusch. Optimal erkannt. Ein Danke. Grünes, zwei farblose Schlammwesen 2-2 aufblitzen. Wenn der grüne Schlick ins Spiel kommt, neutralisiere eine aktivierte oder ausgelöste Fähigkeit deiner Wahl, deren Quelle ein Artefakt oder eine Verzauberung ist. Falls auf diese Weise die Fähigkeit einer bleibenden Karte neutralisiert wird, zerstöre die bleibende Karte. Vorherbestimmen, ein grünes. Mhm. Das ist eine sicke Karte. Ja. Die Karte ist richtig sick. Ja. Der sick Schlick ist sick. Ja. Ja. Finde ich richtig, richtig gut. Ist halt super billig zum Ausspielen mit einem Grünen, wenn du es halt vorher bestimmt hast. Voll. Ist dann eine 2-2er und countet halt was. Und countet was teilweise destroyed mit, ist halt Org. Ja. Richtig, richtig gut. Ja.
Schlick. Danke. Ja. Reise in die verlorene Stadt, ein grünes Drei, farblose Verzauberung. Zu Beginn deines Versorgungssegments schickst du die obersten 4 Karten in der Bibliothek ins Exil und würfelst dann einen 20-seitigen Würfel. Mhm. 1 bis 9, du kannst davon eine Länderkarte ins Spiel bringen. Mhm. 10 bis 19, erzeuge einen 2-2 grünen Wolf-Kreaturenspielstein und lege dann für jede Kreaturenkarte unter diesen Karten ein +1/+1-Marke auf ihn. Mhm. 20, bringe alle von der Reise in die verlorene Stadt ins Exil geschickten bleibenden Karten ins Spiel und opfere dann die Reise in die verlorene Stadt. Ja. Ich mag das gut finden, weil ich das Artwork schön finde, aber ich finde es nicht gut. Ich finde das Artwork schön, du hast vollkommen recht, ich finde die Karte nicht gut. Das Problem ist nämlich, dass du 4 Karten ins Exil schickst, davon eine spielen kannst, wenn es ein Land ist, oder halt einen 2-2 kriegst, der dann halt von mir ist, im Endeffekt 4-4 ist oder 6-6 ist. 4-4 wahrscheinlich. Was schon ganz okay sein kann. Aber wenn du da Pech hast, hast du halt irgendwelche coolen Spells exiled. Ich meine, natürlich ist es immer, wenn du da Pech hast, dann muss das Deck dementsprechend gebaut sein. Aber ich finde das einfach, also ich habe kein Problem mit Random, aber das finde ich, da kann das Random zu sehr im Bob stehen. Ja. Ja, weg damit. Dann gibt es Tlin Kali Jäger. Der schaut geil aus. Der schaut sehr cool aus, ja. Ja. 2 grüne, 5 farblose Skorpion Speer, der 7-7 verursacht Trampelschaden. Einmal pro Zug kannst du 0 bezahlen, anstatt die Mana-Kosten für einen Kreaturenzauber, den du aus dem Exil wirkst. Ja. Bezahlen. Ja. Und Beutesammlung hat er oben, als Adventure. Mhm. Ein grünes, ein farbloses Hexerei. Schicke eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Exil. Du kannst sie bis zum Ende des nächsten Zuges wirken. Genau. Das heißt, du musst das Combo halt hintereinander spielen, nicht? Ja, aber du kannst es halt Combo. Du spielst das für 2 Mana, im nächsten Zug spielst du halt ihn für 7 Mana, dann für 0 Mana noch die Kreatur hinterher. Ja. Zahlt sich schon aus. Ja. Das ist eine sehr coole Karte. Ja. Hat auch gute Stats an sich. Ich würde sagen, auch die Stats, 7 Mana, 7-7 Trample ist ja schon in Ordnung. Und eben, wenn du halt... Wenn schon was im Exil ist und du brauchst das nicht. Genau. Dann spielst du es einfach so. Und da das Deck halt viele Sachen ins Exil schickt selber, das Grüne-Rote, passiert das ja auch öfter. Ja. So, nächste Karte ist Ins Abenteuer Wagen. Jawohl, für die letzte Grüne. Sind das Eldrazi im Hintergrund? Das schaut echt nach Eldrazi aus da. Ja, könnte sogar sein, weil halt das nach Zendig ausschaut mit den Hedrons. Ne? Ja. Ein grünes, 3 farbloser Hexerei. Schicke Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine Länderkarte ins Exil schickst. Bringe sie ins Spiel und lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Schicke ins Abenteuerwagen mit 3 Zeitmarken ins Exil. Und du kannst natürlich auch aussetzen für ein grünes, ein farbloses. Und 3. Und 3, ja, aussetzen 3. Ja. Ja, ich finde das ganz cool, weil du halt regelmäßig einfach dich rampst. Ja, das ist schon okay. Du darfst halt nur keine Library Manipulation haben zu dem Zeitpunkt, wo das passiert. Weil das wäre dann blöd, ne? Ja, also wenn du dir ein Setup machst und dann kommt es gerade aus einem Exil zurück, aus dem Suspended, dann ist halt ein bisschen Sad Face. Ja, ansonsten aber ist es okay. Ja, es ist halt regelmäßig Land raussuchen, kann ja nicht schaden. Oh nein, ich habe Multicolor geschlossen. Ja, das ist mir aufgefallen. Was tust du? Na, Multicolor wieder aufmachen. Ja, warum tust du das so? Weil ich das so mache. Okay, passt. Aber es genehmigt. So, es kommt jetzt Kapitän Nkadrot. 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 Schreckenpirat ist der schaut sehr cool aus. Ja. Ein schwarzes, ein blaues, 3 farblose, 3-6. Schrecken, die du kontrollierst, haben Bedrohlichkeit. Mhm. Geil. Ja. Immer wenn ein Schrecken, den du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, mildt der Spieler entsprechend viele Karten. Doppelt geil. Entsprechend viele Karten ist nämlich das was das es ausmacht, ja. Nicht eine oder zwei oder drei. Entsprechend viele. Zu Beginn deines Endsegments bestimmst du ein Artefakt oder Kreaturenkarte deiner Wahl im Friedhof eines Gegners, die in diesem Zug seine Bibliothek dorthin gelegt wurden. Bringe sie unter deiner Kontrolle ins Spiel. Der ist doch sick. Ich finde den halt. Jetzt halt weiß ich, warum du das spielst, weil ich will halt nur diesen Commander spielen. Ja, der Commander ist geil, aber das ganze Deck ist geil. Du mirst den Gegner halt konstant, deine Schrecken sind alle cool, schon von Grund auf, dann sind sie alle noch bedrohlich, dann milden sie noch mehr, dann spielst du vom Gegner Sachen. Der ist live, den finde ich richtig geil. Richtig geil. Der ist richtig cool. Super nice. Cooler Typ. Dann gibt es Faldron, Schreckenswolf Heroldin. Die schaut auch ziemlich cool aus. Ja.
Ein grünes, ein rotes, ein farbloses, auch günstig. Mensch, Druide 3-3. Immer wenn du einen Zauberspruch aus dem Exil wirkst oder ein Land aus dem Exil unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge einen 2-2 grünen Wolf-Kreatur und Spielschein. Oh, da steht Welle oben. Ja. Ein farbloses Tappen, wirf eine Karte ab. Schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst in diesem Zug spielen. Ja, also falls du aus irgendeinem Grund nicht eins von deinen 1000 Karten, die du eh schon aus dem Exil spielen kannst, gefunden hast, kannst du mit ihr das noch selber triggern. Aber und kriegst noch einen Wolf dazu. Genau. Aber was halt nice ist bei ihr einfach, die kostet, du kannst sie halt Turn 1, Turn 2 kannst du schon Sachen vorteilen oder so. Turn 3 spielst du die und Turn 4 spielst du halt schon gleich 2 Karten aus Exil und hast gleich 4 Power gemacht, weil es halt nicht einmal triggert, sondern halt immer triggert. Finde ich richtig cool. Ja, finde ich eine sehr starke Karte. Ich meine, ich finde den Schreckenstorer-Typen eigentlich cooler. Noch immer, weil... Ja, aber der ist halt fancy, ja, aber ich glaube, die kann halt so viel Value rausschlagen. Ja, weil sie halt so früh kommt doch. Ja, voll. Also, das ist schon echt geil. Ja. Dann gibt es Firkrag, listiger Anstifter. Das ist, der kostet ein rotes, ein blaues, 3 farblose, ist ein Drache, 3-3, hat Fliegen und Eile. Immer wenn ein oder mehrere Drachen, die du kontrollierst, einen Gegner angreifen, stachle eine Kreatur deiner Wahl an, die jener Spieler kontrolliert. Immer wenn eine Kreatur einem deiner Gegner Kampfschaden zufügt und falls die Kreatur in diesem Kampf angreifen musste, lege eine +1/+1 Marke auf Firkrag, listiger Anstifter und ziehe eine Karte. Der ist doch auch ganz gut. Ja. Also ich bin auch immer kein Freund von dieser Anstachelmechanik, weil mir gefällt mir einfach aus Prinzip nicht, aber ich finde diesen Drachen sehr gut. Ja, ich meine, dass du halt einen Drachen brauchst, der halt Damage gemacht hat. Nein, nur angreift. Okay, ja, angegriffen hat, finde ich halt ein bisschen sad. Aber dann dafür finde ich den zweiten Teil halt mega geil. Ja, der zweite Teil ist richtig gut bei dem Drachen. +1/+1 und Karte ziehen. Der nice. Ist richtig gut. Und dann gibt es Nalia de Arnis. Ein schwarzes, ein weißes, ein farbloses Menschräuber. 3-3. Diese Karte wurde 1:1 nach einer Dame nachempfunden, die mit mir in die Schule gegangen ist. Schaut 1:1 so aus. Ich kenne die Frau. Ich kenne die Frau einfach. Bist du attraktive Frau? Ja, mit mir in die Schule gegangen. Ohne Spaß. 1:1. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Du kannst Kleriker, Krieger, Räuber und Zauberer Zaubersprüche oben von deiner Bibliothek wirken. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug und falls du eine vollständige Abenteuergruppe hast, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Die Kreaturen erhalten Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Jawohl. Sehr guter Commander. Ja. Sehr guter Commander. Commander, die dir, also die jetzt nicht diese Static-Sachen haben, sondern die halt durchgehend was machen, sind einfach geil. Alle drei, also alle 4 Commander haben Value draufstehen in irgendeiner Form. Voll. Da kannst du halt von oben Karten spielen, um halt dein Value rauszuziehen. Und das halt +1/+1 und Todesbringen ist halt auch geil. Richtig gut. Gefällt mir, muss ich gestehen, am besten eigentlich. Willst du Partytime spielen? Weiß ich nicht. Also mir gefällt auch mir gefallen alle bis auf der Drache, weil ich das Anstacheln nicht mag. Aber ja. Gesundheit. Alter, danke. Jetzt kommen wir zu den Artefakten. Die letzten 2 Karten. Die letzten 2 Karten. Und zwar ist das einmal Multiklassen-Wehrgehänge. Der gescheit equipped. Ein wurscht. Kostet ein farbloses. Eine Ausrüstung kann man mit Urza Saga suchen. Ausrüsten 2. Die ausgerüstete Kreatur hat Lebensverknüpfung, falls du einen Kleriker kontrollierst, hat Eile, falls du einen Krieger kontrollierst, Todesberührung, falls du einen Räuber kontrollierst und hat Flugfähigkeit, falls du einen Zauberer kontrollierst. Solange du eine vollständige Abenteuergruppe hast, verhindere allen Schaden, der ausgerüsteten Kreatur zugefügt wurde. Und das Coole ist, der erste Absatz geht mit einem einzigen Changeling. Der zweite Absatz halt nicht, weil da brauchst du eine Party, aber der erste Absatz geht mit einem Changeling. Weil du hast deinen Kleriker, Räuber... Das gilt nicht. Das haben sie extra da gemacht, dass der Changeling immer nur für eines gilt. Nein, bei der Party ist es so. Bei der Party gilt der Changeling immer nur für eins. Das haben sie extra so gemacht. Aber der erste Absatz sagt nichts von einer Party. Der erste sagt nur, falls du eine Kreatur kontrollierst, die das ist. Und das checkt alle Boxen. Okay. Also ich kann einem Changeling 4 Abilities geben, sozusagen. Nicht uninteressant. Nicht uninteressant, genau. Und ich finde dieses Artwork so cool, weil für alle Leute, die wirklich schon mal Pen and Paper gespielt haben, das erinnert einem einfach an den Kollegen in der Gruppe, der einfach jede Waffe immer einsammelt und sagt, wir finden ein Waffenlager, ich nehme sie alle. Also du nimmst sie alle, ich nehme sie alle, du kannst dich verwenden, ah, das passt schon, ich
Du bist hast zu viel Gewicht. Was? Okay, du tragst dies Waffe. Okay. Die nächste Karte, die wir haben, oder die letzte Karte aus dem ganzen Set, ist ja Sarevox Zauberspruch. Der kostet 4 Mana, ist ein Artefakt. Wenn Sarevox Zauberspruch ins Spiel kommt. Buch. Was? Zauberbuch. Entschuldige, Zauberbuch. Übernimmst du die Initiative? Tappen, erzeuge ein farbloses Mana. Falls du die Initiative hast, erzeuge stattdessen 2 farblose Mana. Mhm. Für 3 und tappen, schicke Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine Nicht-Landkarte ins Exil schickst. Du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du ein Gewölbe absolviert hast. Was ich an der Karte komisch finde, ist, dass sie dich die Länder, die du ins Exil schickst, nicht zurückmischen lässt. Ja, ich finde die Karte überhaupt so mittelgut, nur muss ich gestehen. Ja, es ist halt ein 4-Mana-Mana-Stein, bis du halt einmal durchs Gewölbe gegangen bist. Dann ist sie halt schon ganz nett, ja. Weil dann ist sie, steht halt Kartor drauf. Aber Kartor für 3 Mana ist halt wiederum teuer. Ja, ich meine, es ist Steady Kartor, ja, aber es ist, es kann schon gut sein, aber es ist, ich glaube, es hängt sehr viel davon ab. Ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, ist natürlich wiederum Sieg. Ja, na, sicher. Aber da musst du halt wieder was haben, wo du extrem fettes Klump spielst. Ja, weißt du, so, wenn es 3 oder mehr Mana gekostet hat, dann ist es schon Value. Wenn es 3 oder weniger, dann ist es also weniger als 3 vor allem, dann ist es aber traurig. Finde ich okay. Finde ich mittel. Nicht aufregend, aber da brauchst halt, ich glaube, das ist besser, wenn du dieses Initiativen-Deck kombinierst mit dem dem Dungeon-Deck aus Adventures Forgotten Realms. Ja, weiß schon, ja. Dann spielst du das mit, weil ich glaube, dann kannst du halt die vollen Value rausziehen. Dann kann es sein. So. Wir sind fertig mit Commander Legends Battle for Baldur's Gate. Commander? Jawohl. Hahaha. Ich bin positiv beeindruckt, muss ich gestehen. Ja. Mir gefallen die meisten Karten wirklich gut. Die Karten sind kreativ, sind vom Power Level her okay. Jo, was sagst du? Ja, ebenfalls. Ich meine, ich habe es im Unboxing schon gesagt, ich finde auch alle 4 Decks sehr cool. Ich habe halt meinen Favoriten mit dem Schreckendeck und ich habe auch meinen Least-Favoriten sozusagen. Soll ich es verraten? Na bitte. Das Anstacheldeck, actually. Ja. Weil das, nicht weil ich, eigentlich finde ich Anstachel-Ability sehr cool, ich mag die Mechanik ja total gern, aber ich finde das Deck ein bisschen all over the place, aber das vielleicht ist es auch nur vom Auflegen so, dass es so anfühlt. Aber ja, ich freue mich schon sehr, wenn wir das in baldiger Zukunft spielen werden und ja, werden wir eh wieder 2 Durchläufe machen und dann die Decks swappen. Und vielleicht komme ich ja zum Horror-Deck oder wir machen es wirklich so, dass ich es noch spielen darf. Gut, dann vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich wie immer liken, subscriben und kommentieren. Auf Facebook, YouTube und Twitter, unserem Instagram-Channel folgen, unserem Discord-Server beitreten, uns auf Patreon unterstützen und natürlich im nächsten Video sehen, beziehungsweise im Spielraum in Wien. Bis zum nächsten Mal. Ciao, baba.